Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 15. November. Heute haben wir dabei Google My Business, Facebook Unsend, Windows 10, Xbox One, Wizards Unite und Tinder U. Beginnen tun wir mit Google und Google My Business. Das ist ja der Bereich, wo Unternehmen sich auf Google Maps und auch in der Google-Suche präsentieren können. Dazu gibt es auch eine App, mit der man das ein bisschen verwaltet. Und die wird jetzt aufgebaut für iOS und Android. Dort kann man nämlich nun direkt mit dem Kunden in Kontakt treten. Kunden können einem Unternehmen folgen. Das können sie jetzt auch neuerdings über Maps. Und ja, der Kontakt läuft über ein Messaging-System, was bisher nur in USA, Kanada, Brasilien und Indien verfügbar war und jetzt weltweit ausgerollt wird. Und ja, faktisch geht damit Google in mehr oder weniger direkter Konkurrenz zu den Facebook-Seiten von lokalen Unternehmen. Und ja, das ist auf jeden Fall spannend und mal schauen, wie Facebook da reagieren wird. Und wenn wir schon bei Facebook sind, gleich im nächsten Thema. Facebook rollt gerade derzeit die Unsend-Funktion raus. Sprich, Unsend, also ja, unsenden, also rückgängig machen, das Senden einer Nachricht im Facebook Messenger ist nun möglich. Also wie gesagt, es wird ausgerollt, wieder nicht alle Nutzer gleichzeitig. Aber so können Nachrichten, die man aus Versehen oder wo man sich später gedacht hat, ui, lieber nicht, nochmal zurückholen. Das Ganze ist aber auch nur innerhalb von 10 Minuten, nachdem man eine Nachricht geschickt hat, möglich. Und es bleibt auch ein digitaler Grabstein da, sodass jeder sehen kann, okay, hier wird was zurückgezogen. Ja, wenn Leute aber denken, sie können irgendwie trotz allem damit irgendwie Leute belästigen und kommen damit durch, weil sie die Nachricht zurückziehen können, dem ist nicht so. Facebook selber wird nämlich die Nachrichten behalten und wenn man Missbrauch eben reportet an Facebook, dann kann Facebook da nochmal nachschauen und entsprechend Maßnahmen einleiten. Das Feature wird jetzt erstmal in Polen, Bolivien, Kolumbien und Litauen ausgerollt auf iOS und Android. Und danach wird es natürlich auch weltweit weitergehen. Also haltet die Augen auf, ob ihr die Funktion bekommt. Ich denke, die ist schon sehr praktisch. Nächstes Thema, Windows 10. Neuer Build ist draußen. Die Versionsnummer 18.2.8.2 wurde für alle Microsoft Windows 10 Insider im Fastbreak veröffentlicht. Und der große Unterschied zu der letzten Version ist der helle Modus. Der ist nun heller geworden. Also alles wird dunkel woanders, Dark Mode überall. Und Windows hat gesagt, yeah, wir machen den hellen Modus. Und der war vielen Nutzern eben nicht hell genug an diversen Stellen. Und da wurde jetzt nachgebessert. Das Ganze muss aber manuell aktiviert werden. Und ja, wenn ihr Lust drauf habt, dann guckt euch das mal an. Wenn ihr entsprechend auch Windows 10 Insider seid, ansonsten müssen die, Interessenten, sag ich mal, warten, bis das ins normale Release, in das nächste Update schafft. Aber das sollte ja auch nicht mehr so lange dann dauern. Und wenn wir schon gerade bei Microsoft sind, die haben jetzt auch gestern das November-Update für die Xbox One verteilt. Also nicht nur Xbox One, sondern natürlich auch Xbox One S und Xbox One X. Und das große Feature dort ist jetzt endlich die Unterstützung für Mäuse und Tastaturen zum Spielen. Ja, das Ganze ist jetzt möglich, hängt aber natürlich in der Umsetzung von den jeweiligen Spielen ab und nicht jedes Spiel wird halt so schnell verfügbar sein, dass es die Maus und die Tastatur einsetzen kann. Eins der ersten Spiele ist, keine Überraschung, Fortnite. Und wenn man das mit Maus und Tastatur auf der Xbox One spielt, dann wird man im Matchmaking auch gegen andere Gamer mit ebenfalls einer Maus und Tastatur gematcht, damit es auch weiterhin fair bleibt. Das finde ich ganz fair, im wahrsten Sinne des Wortes. Ansonsten bin ich ja noch alte Schule. Konsole ist Gamepad für mich. Und wenn ich Maus und Tastatur haben will, dann schmeiße ich halt einen PC an, wenn ich dementsprechend einen PC habe. Nächstes Thema. Pokémon Go spiele ich ja sehr gerne und schon lange war darüber die Rede und auch das Gerücht oder mehr oder weniger sogar faktisches Gerücht, dass Niantic an einem ähnlichen Spiel im Harry Potter-Universum arbeitet. Und jetzt ist es auch mehr oder weniger confirmed. Harry Potter
Wizards Unite wird das Spiel heißen. Es gibt einen Teaser-Trailer, der nicht viel verrät. Und ja, das wird wohl 2019 auf euch zukommen, wenn ihr eben Harry Potter mögt und das spielen möchtet. Ich bin da, glaube ich, raus. Ich bleibe weiterhin bei Pokémon Go. Und das letzte Thema für heute ist Tinder U. Das ist ja die Tinder-Variante in Amerika für Universitäten. Sprich, man kann sich dort nur anmelden mit einer entsprechenden E-Mail-Adresse der Uni. Und dann kann man halt ja neue Partner finden, die aber auch innerhalb derselben Uni sein müssen. Deswegen auch Tinder U, Tinder University. Das Ganze war wohl ganz erfolgreich, ist gut angekommen. Und nun hat Tinder U die Rivalry Week ausgerufen. Sprich, zum ersten Mal und für eine beschränkte Zeit, also ab 17. November und bis 24. November, eine Woche lang, können Tinder-Nutzer von Unis auch mit anderen Unis matchen. Aber nicht mit jeder anderen Uni, sondern nur mit Unis aus der Nähe, aber auch von weiter weg, wenn diese als Rivalry, also Rivalen der Uni, also in Amerika ist es ja auch gerade wegen Sport, Unisport, dass es sehr viele konkurrierende Unis gibt. Also wenn da Tinder meint, das ist eine von diesen Unis, dann kann man halt auch uniübergreifend Tinder nutzen und dann in Tinder U matchen. Ist auf jeden Fall eine witzige Idee. Damit bleibt Tinder auch weiter im Gespräch und sammelt sich auch ein paar schöne Daten und sieht mal, wie das angenommen wird. Und wenn das gut angenommen wird, dann würde es mich nicht wundern, wenn das Feature uniübergreifend auf einmal auch für länger und alle verfügbar ist. Ja, und das war's auch schon heute mit den Themen. Ich wünsche euch einen guten Donnerstag, einen guten Arbeitstag, einen guten Schultag, was auch immer. Und ich hoffe, wir hören uns morgen zum Ende der Woche auch nochmal wieder. Also, bis dann, bleibt positiv. Hört mehr Geek Talk.